jetzt. Peinliche Eltern, nervige Geschwister, eben eine ganz normale Familie. Ja. Live Bites, gleich bei Kabel 1. Ich gönne mir jetzt erstmal einen gesunden, fettfreien Joghurt mit 0% Fett und 0 Kalorien. Und was ist dann bitte in dem Becher? Aromatisierte Luft mit Joghurtgeschmack. Witzig. Gegensatz zu deinem schwer verdaulichen Sandwich. Darf ich vorstellen, Frau Mayo und der Cocktaildressing plus die glücklichen Geschwister, Schinkenaufschnitt und Kräuterfrischkäse. Entschuldige mich, eine Sekunde. Außerdem sind gerade die Nachbarn Tomate und Gurke da und die haben allerhand leckere Sachen mitgebracht wie Thunfisch. Aber das Beste ist einfach der geschmolzene Käse. Sag mal, Nina, was machst du da eigentlich? Ich trainiere. Für euer nächstes Spiel am Sonntag? Nein, für dein Sandwich jetzt. Also, nach dem Training habe ich wohl einen nahrhaften Snack verdient. Hoffentlich wird die Disziplin nie olympisch. Hi, Uli. Was machst du denn heute Abend? Heute Abend. Ah ja, sehr schön. Ich werde heute Abend meine Fliegenlarven unter dem Mikroskop untersuchen. Ich habe eine wesentlich attraktivere Abendgestaltung für dich. Unternehm was mit mir. Ich habe heute Abend noch nichts vor. Hat jemand was gesagt? Gibt's hier Außerirdische? Nein, Uli, schau mal hier runter. Holst du mich ab oder soll ich dich abholen? Ja, mit deinem Dreirad oder was? Molly, du bist einfach noch zu jung, um mit mir auszugehen. Du bist erst 8. Aber 8 ist ziemlich alt. Wäre ich ein Hund, dann wäre ich schon 56. Deine Argumentation ist sehr gut. Was rede ich denn da? Nein, Molly, du bist noch ein Kind und ich bin beinahe ein Mann. Hier, ein Haar ist bereits gewachsen. Ich nenne es Günther. Entschuldige, beinahe Mann mit einem Barter. Was macht eigentlich ein erwachsener Kerl mit du mit so einem kindischen Spielzeug in seinem Rucksack? Der gnorkatische Killer, blabla, ist vielleicht ein Geschenk für Molly. Oh, danke, Uli. Ich zeig dir dann heute Abend meine restliche Blobbersammlung. Also, bis zum 8 dann. Kommt mir das nur so vor, da bin ich gerade reingelegt worden. Und du hast allen Ernstes so getan, als ob du die Stimme verloren hättest, nur damit du nicht abgefragt wirst? Ja, es erschien mir das kleinere Übel im Vergleich zu dem Donnerwetter, das mich von Mama erwarten würde, wenn ich wieder mit einer 6 in Geschichte nach Hause komme. Tom, du bist kein kleines Kind mehr. Du musst jetzt endlich mal lernen, solche Situationen reifer anzugehen. Papa, stopp. Nix Papa, stopp. Ich bin dein Vater und es ist meine Pflicht, dich in Sachen Verantwortung zu unterrichten. Papa, stopp. Ein Polizist hat dir gerade gewunken, rechts ranzufahren. Ja, weiß ich doch. So, und jetzt zeige ich dir, was es bedeutet, sich wie ein Erwachsener zu benehmen. Sie drücken wohl gerne auf die Tube, was? Sie wissen doch, dass innerhalb geschlossener Ortschaften nur 50 erlaubt sind. Jedenfalls in Deutschland. Deutscher Land, da nix sprechen. Tokio, Samurai, Sudoku, Banzai, da. Wenn ich einen schlechten Clown sehen will, dann gehe ich in den Zirkus. Sayonara. Erwachsen, reif und souverän. Von dir kann man echt noch was lernen, Papa. Danke. Keine Ursache. Wisst ihr was, Mädels? Ich glaube, es ist Zeit für eine Veränderung in meinem Leben. Ich lasse mir die Haare rot färben und eine Dauerwelle machen. Ah, Molly, das würde ich mir noch mal überlegen. Das sieht bestimmt schrecklich aus, wenn du rotes, gelocktes Haar hast. Wetten nicht? Ich zeig's dir. Es sieht doch wunderbar aus. Schätzchen, du weißt aber schon, dass rotes, gelocktes Haar nur Hexen haben. Hexen? Echt? Echt? Alle Mädchen auf der ganzen Welt, die rotes, gelocktes Haar haben, sind in Wahrheit nämlich böse, grässliche Hexen. Hallo, guten Tag, junge Dame. Hast du dir schon überlegt, was für eine Frisur du haben möchtest? Ich rede nicht mit Hexen. Mit was? Wer ist denn hier eine Hexe? Du, die beiden haben gesagt, dass Frauen mit rotlockigen Haaren in Wirklichkeit hässliche, eklige Hexen sind. Ach, das haben die beiden also gesagt. Na dann, wird ihnen die böse, hässliche Hexe einen wunderschönen Haarschnitt verpassen. Das wird ein Spaß. Oh,
Oh Mann, ich konnte 10 auf einmal und diesen Sandwich essen. Ich verstehe schon, aber mach den Mund zu, wenn du kaust. Du bist in Gegenwart einer Dame. Wo denn? Ich sehe überhaupt gar keine Dame. Hier, direkt neben dir. Ah, du bist die Dame, verstehe schon. Du bist eklig. Du hast einfach überhaupt gar keine Manieren. Ich soll keine Manieren haben? Offensichtlich ist die ganze gute Erziehung an mir hängen geblieben. Frau Dame, wegen der guten Erziehung ist nochmal. Mit Vollmond spricht man nicht.